Servus, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die HM10 Firmware auf CC2541 Chips von Texas Instruments flashen könnt. Außer eurem Funkmodul mit dem CC2541 benötigt ihr noch ein Arduino und drei Kabel. Außerdem wäre es sinnvoll, um die Kabel zu befestigen, einen Lötkolben zu verwenden. Zuerst müssen wir das notwendige Programm auf unseren Arduino spielen. Dazu klicken wir auf diesen Link hier, den werde ich natürlich nochmal in die Beschreibung packen, genauso wie den Link hier oben zu dem Forumspost von Hexor, der dieses ganze Tutorial hier auf Englisch zusammengestellt hat, an dem ich mich natürlich orientiere. Diese Software laden wir runter, indem wir erstmal das hier öffnen und dann auf Rechtsklick auf RAW hier drauf drücken. Und dann Zielspeichern unterdrücken, das Ganze dann abspeichern und dann können wir das mit dem Arduino öffnen, also mit der Arduino IDE öffnen. Dann kommt dann diese Fehlermeldung hier, da müsst ihr einfach auf OK drücken, dann erstellt es den passenden Ordner. Und dann seht ihr hier diese Software, die relativ komplex ist. Diese Software müsst ihr auf den Arduino draufspielen, indem ihr auf Hochladen drückt. Und wir können gleich mit unserem CC2541 weitermachen. Wenn euer Funkmodul noch in so einen durchsichtigen Schrumpfschlauch eingewickelt ist, wie es bei mir der Fall ist, dann müsst ihr diesen natürlich entfernen. Das macht ihr entweder mit einem Skalpell oder mit einem Teppichmesser. Und den ritzt ihr jetzt hier vorsichtig auf der Seite ein, bis ihr ihn abziehen könnt. Dabei müsst ihr natürlich aufpassen, dass die Platine an sich nicht beschädigt. Nachdem es jetzt durch die Kamera ein bisschen schwieriger war, habt ihr vielleicht ein bisschen weniger davon gesehen, wie ich das jetzt letztendlich entfernt habe. Aber ich habe es hier auf der Seite einfach nur so aufgeschnitten, wie ihr auch sehen könnt. Und jetzt kann man das natürlich ganz einfach runterwickeln. Und jetzt kann ich euch auch mal zeigen, welche Pins für uns interessant sind. Das sind diese Pins auf der rechten Seite hier. Im nächsten Schritt müsst ihr dann den Arduino und das Funkmodul verbinden. Angenehmerweise haben die hier hinten sogar drauf gedruckt, was mit was verbunden werden muss. Wenn es bei eurem Funkmodul nicht sofort ersichtlich ist oder nicht drauf gedruckt ist, müsst ihr natürlich im Internet nachschauen. Aber bei mir muss ich jetzt hier VCC anschließen, also 3,6 bis 6 Volt, wie es da hinten drauf steht. Also nehme ich dafür das rote Kabel und stecke das da hinten rein. Und Ground muss daneben angeschlossen werden. Von den anderen Pins brauchen wir jetzt keine, da wir direkt auf diese Pins hier oben zugreifen müssen. Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn man Lötkolben verwendet. Beim Arduino verbindet man dann natürlich Ground mit Ground. Also hier oben bei meinem Arduino Nano. Der 5-Volt-Pin ist beim Arduino Nano zwei Pins weiter. Damit hätten wir die Stromversorgung gewährleistet. Ihr müsst bei eurem Modul auch darauf achten, ob euer Modul überhaupt 5 Volt kompatibel ist, also dann müsst ihr da hier so einen kleinen Regulator drauf haben, also mit den drei Anschlüssen dieses Teil hier, das ist so ein kleiner Regulator, wenn ihr den nicht drauf habt und wenn es nicht im Datenblatt steht, müsst ihr 3,3 Volt verwenden. Weiter geht's mit den drei interessanteren Pins. Zuerst müssen wir ein Kabel mit dem Arduino Pin 5 verbinden. Dann müssen wir eins mit dem Arduino Pin 6 verbinden und eins mit dem Arduino Pin 4. Jetzt werde ich nochmal ein Bild einblenden, wie man das Ganze auf diesem Funkmodul verbinden muss. Pin 7 ist dann an dieser Stelle hier. Pin 8 ist eins weiter runter. Und Pin 11 ist dann der dritte von unten. Also dieser Pin hier. Und das werden wir jetzt erstmal festlöten. Nachdem das Aufspielen der Firmware mit reinem Festhalten nicht wirklich funktioniert hat, habe ich die ganzen Pins jetzt nochmal festgelötet. Als nächstes laden wir die Software runter, mit der wir den Flash-Vorgang steuern können. Dazu klicken wir auf diesen Link in dem Forumspost und klicken dann auf CC Loader Exe und da dann auf Download. Dann können wir die Software runterladen. Als nächstes brauchen wir dann noch die Firmware. Da klicken wir auf diesen Link hier drauf. Das Ganze ist eine ziemlich verspammte Seite. Da öffnen sich jetzt 1000 Pop-up-Fenster. Dann klickt man da auf Download und dann kann man hier nochmal auf Download starten klicken.
und dann kann man das runterladen. Weiter geht's dann damit, dass wir die Kommandozeile öffnen. Wenn ihr die Kommandozeile oder die Eingabeaufforderung geöffnet habt, dann müsst ihr eingeben, wie hier unten beschrieben ist, CD, dann D, C, Doppelpunkt, und dann müssen wir unseren Dateipfad eingeben. Bei mir sind es die Downloads. Wenn ihr das bei euch irgendwo anders abgespeichert habt, müsst ihr halt schauen, wie da der Pfad ist. Users, dann Martin und dann Downloads. Wenn ihr dann in dem Pfad drin seid, müsst ihr eingeben cc loader.exe, dann den COM-Port, das müssen wir nochmal kurz in der Arduino-Software nachschauen. Bei mir befindet sich die Firmware im gleichen Pfad wie mein Programm, das muss auch so sein. Deswegen gebt ihr dann euren Firmware-Namen ein, 251HM10V45 und dann BIN. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass dahinter noch eine 0 gefehlt hat, also probiert ihr es nochmal aus. Und jetzt müsste das Ganze auch funktionieren. Um die Funktionsweise zu testen, habe ich das Ganze jetzt nochmal mit einem FTDI-Converter angeschlossen. Also hier das Funkmodul und rechts, links den FTDI-Converter. Wir gehen also jetzt nochmal in die Arduino IDE rein, klicken auf Werkzeuge und dann auf Monitor. Und da können wir jetzt zum Beispiel mal AT eingeben, dann kommt OK. Also funktioniert jetzt auch. Dann Name. Dann gibt er uns den Namen aus, dann könnten wir noch eingeben AT plus Address, gibt er uns unsere Adresse aus, könnten jetzt auch noch AT plus Help eingeben, dann gibt er uns die Website aus, wo wir mehr Informationen bekommen, AT plus Name, dann Test, und dann heißt unser Modul jetzt Test. Also Servus.